Ich weiß nicht, ob ich das selber erzähle. Ich bin eine Zeit lang mit der heutigen Frau. Bin mir dann auch in Amerika gereist und dort arbeiten. In Kanada, Vancouver. Ich habe dann allerdings keine Arbeitsbewilligung bekommen. Ich habe gefunden, ja, arbeiten kann man auch ohne Arbeitsbewilligung. Das hat dann im Gefängnis geendet. Also ist ja so für einen jungen Schweizer Bub, der irgendwie findet, er hat niemandem etwas leid, da noch eine relativ heftige Erfahrung gewesen. Als Erster, glaube ich, hat mir ein Cousin das weitergeleitet. Und dann hat es von überall her irgendwo Reaktionen gegeben, mal ein paar Tage lang. Ja, oder? Hast du gesehen und hast es noch interessant oder spannend. Ja. Ich habe es selber völlig vergessen, überhaupt, dass ich das je gemacht habe, das Film. Ja. Ich bin der Paul Schnüriger, Bäckerlehrling von 1977, wo seinerzeit darüber gefilmt worden ist. Ich kann mich noch erinnern, ganz schwach, dass ich irgendwo nicht so genau gewusst habe, was lehren. Anfangssäck. Und ich einem Berufsberater gesagt habe, ich wollte einfach etwas, wo ich reisen kann. Und der hat gesagt, ja, also mit Bäcker oder Koch kannst du eigentlich überall hin. Gerade nach der Lehre, respektive schon 2 Wochen vor der Lehre fertig war, die letzten Ferien habe ich eigentlich schon bezogen, um möglichst schnell vorgehen zu können. Ja. Bin dann auf London. Halbes Jahr, 3/4 Jahr, Englisch lehren. Ich also habe kein Wort Englisch können, aber gefunden, das muss man ja können. Und ich habe dann in der Bäckerei gearbeitet. Als ich von England zurückgekommen bin, und dann haben wir uns im Restaurant kennengelernt. Das war eigentlich auch noch so speziell, weil sie eigentlich gar nicht gewusst, dass es ein Dorf gibt, das Sattel heisst, wo ich herkomme. Das Nachbardorf hier von Rotenthurm. Und wir sind regelmässig in Argold auch ausgegangen. Und dann haben Kollegen von uns gesagt, ah, dann kommen die 3 Sattler wieder. Und für sie war klar, ein Sattler, das ist ja ein Beruf, oder? Also, und gefunden, das ist jetzt auch nur ein Zufall, dass gerade 3 Sattler, so ein seltener Beruf, all das gleich lehren. Und so bin ich jetzt immer noch geheiratet, glücklich und zufrieden, nach 40 Jahren fast. Wir sind dann auch auf Ägypten noch mal etwa ein Jahr. Auf Kairo arbeiten. Ich habe in einem 5-Sterne-Hotel letztlich. Und es hat ab und zu einen Stromausfall gegeben. Oder dass mal die Kanalisation, die Pumpen nicht gelaufen sind und so. Und wenn dann mal so eine Pumpe ausgefallen ist in diesem Hotel, dann ist das ganze Wasser von der Badwanne, von der Duschen, ist in der Küche unten zu der Schächte rausgekommen. Und dann haben Köche und Bäcker und Konditor die Hosen raufgeringelt und sind bis in die Waden rauf im Wasser gestanden und haben so für ihre 5-Sterne-Gäste gekocht. Das ist etwas, was man sich eigentlich auch lieber nicht vorstellt, aber es ist also, das Essen war trotzdem gut gewesen. Wir sind vielleicht 4-5 Jahre sind wir so unterwegs gewesen, die Frau und ich dann als Paar. Wir haben 4 Kinder auf die Welt dürfen bringen. Und nach dem 3. Kind habe ich den Bescheid bekommen, dass da die Bäckerei frei wird. 3 Monate haben wir da angefangen. Die Frau war noch schwanger mit dem 4. Kind. Und dann haben wir uns da durchgekämpft, haben das 30 Jahre lang gemacht. Und sind jetzt langsam am Abfahren, Schritt für Schritt, so ein bisschen aussteigen aus dem Berufsleben. Je länger als ich eigentlich auf dem Beruf war, mehr habe ich gefunden, herausfordernder, das denke ich, viele Leute eigentlich erstaunt das jetzt vielleicht, aber es ist herausfordernd, Alltag ein gutes, gleichmäßiges oder das gleiche Brot, geschmackhaftes Brot zu machen, wie eine schöne Torte. Weil das, der Teig, der lebt einfach, da muss man je nach Wetter, nach Temperaturen, nach Winter, Sommer, nach Mehl, wo man hat, immer daran arbeiten. Und das bleibt irgendwo das Leben lang spannend. Aber selbstverständlich mache ich auch immer noch gerne Basisserie, vor allem essen sie auch noch gerne. Schlussendlich alles, was süß ist, ist gut. Das war es von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch den Kanal abonnieren oder erzählt es weiter. Wenn nicht, behaltet es für euch.